So, herzlich willkommen zurück. Ich bin relativ guter Dinge. Ich habe jetzt nochmal gerade bei der letzten Aufnahme nachgeguckt. Die scheint soweit funktioniert zu haben. Da bin ich sehr froh drüber. Wie weit bist du eigentlich? Ach, der braucht unergiebig. Ach, 4K-Videos brauchen echt lange zum Hochladen. Das Problem bei 4K-Videos ist, das eine Video, genauso wie das Video, hat jeweils 7 GB. Und das mit gerade mal 100 Kilobyte pro Sekunde dauert halt einfach ewig. Einfach ewig. Danke dafür. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Gib mal. Warum fliegt er immer auf der anderen Seite? Achso, ja klar, weil ich da gerade Fokus hatte. So. Bam. Jo, that's a Remix. So, nachdem wir nun unser gesamtes Inventar verloren haben und die letzte Folge relativ disappointing war, gucken wir mal jetzt, ob wir jetzt einen anderen Weg einschlagen und irgendwo mal einen Ort finden, wo wir bleiben können. Ha? Damit wir mal ein bisschen seriously spielen können. Ja. Einfach mal just for fun. Achso, für den Fall, dass es jemanden interessiert. Ich nehme übrigens wieder mit. Achso, sieht man gerade nicht. Scheiße. Ich nehme übrigens gerade. Wait a second. Machen wir mal so hier. Nein, geht nicht. Machen wir mal so hier. Aha. Ich nehme übrigens gerade mit der Qualität 17 auf. Also, hä? Nicht Qualität 17. Was steht hier für Müll? Ja, also das hier ist Bullshit. Nicht Qualität 17, sondern. Gott, wie heißt das? Also, wenn das Ding hier auf 0 steht, dann ist das nicht eine Qualität von 0, sondern dann ist das die beste Qualität und zwar verlustfrei. Und wenn das Ding auf Maximum ist, dann ist nicht die Qualität auf Maximum, sondern dann ist die Qualität am niedrigsten. Das ist ein, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Machen wir mal anders hier. Machen wir mal, wie heißt das Ding? Das Ding, wie heißt du auf Deutsch? Quantisierung, okay. Ja, also das ist die Quantisierung. Genau. Okay. Was? Ja. Auf jeden Fall, genau, diese Quantisierung, nicht Qualität, weil Quantisierung ist nämlich das Gegenteil von Qualität. Habe ich jetzt auf 17. Ich habe zwar auch ein paar Testaufnahmen gemacht mit 0, also verlustfrei. Allerdings war das eher so zum Testen. Ne, hier, also hier ist ja, ne? Och, Alter, YouTube, was ist denn los mit dir? So, machen wir es halt so hier. Ne, da habe ich ja hier verlustfrei gemacht. Quantisierungslevel 0, genau. Allerdings war das Problem bei diesen Dateien, dass dieses Video, als ich das aufgenommen hatte, 24 GB gebraucht hat. 24 GB für eine halbe, okay, für 40 Minuten. Und noch schlimmer ist das Video, was ich jetzt gerade hochlade. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das nenne. Auf jeden Fall habe ich hier mit einem High-Texture-Pack gespielt und mal geguckt, also hochdetaillierte Texturen. Und da geht die Aufnahme gerade mal 8 Minuten und braucht schon 18 GB. Für 8 Minuten. Und das ist natürlich, ne, muss nicht sein. Muss nicht sein. Das ist es wieder definitiv nicht wert. Das war eigentlich, war sowieso nur zur Spielerei. Von daher. Egal. So, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, das Ding hier guckt mich gerade so schön an. Da gehen wir hier auch mal rein. Oh, das ist ein Haus. Wieso ist die Sichtweite so niedrig? Nee, die Sichtweite ist nicht niedrig. Ich habe eine Sichtweite von 700 und trotzdem geht da hier nichts. Was ist denn los hier? Guck mal auf 300. So. Der lädt hier einfach nichts. Guck mal. Bis dahin lädt er und weiter geht er nicht. Das ist ja scheiße.
Boah, hier geht's ja runter. Warum geht's hier runter? Ich muss gerade überlegen, bei dem Server gibt's, glaube ich, Monster. Ich meine zumindest mal einem begegnet. Oh mein Gott, das Mäde. Und wir haben keine Stahlspitzhacke mehr. Da ist fucking Mäse und wir haben keine Stahlspitzhacke mehr. Wollt ihr mich gerade verarschen? Da ist Mäse und wir haben keine Stahlspitzhacke? Vor allem, hier hat jemand das ganze Scheißding ausgelöscht und hat das Ding übersehen? Ernsthaft? Das wollt ihr mir weismachen? Das glaubt er wohl selber nicht, oder? Nö, das Ding will ich jetzt haben. Das Ding will ich haben. Da kriegt mich, da kriege ich jetzt keine 10 Pferde mehr weg. Hallo, danke. So, wir brauchen Holz. Hallo, danke. Wir brauchen Holz. Warum ist er jetzt so langsam? Vorhin, als ich hier als Walker gespielt habe, da hat er extrem schnell nachgeladen. Na, wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade dabei ein Video hochlade. Deswegen ist der Download gerade ein bisschen gestört oder sowas. Keine Ahnung. So, hier klauen wir mal einen Baum. Und das Schöne an dem Server ist, ne, Sören hat sich ja relativ stark an meinen Servern inspirieren lassen. Orientiert, nennt ihr es wie ihr es wollt. Und dementsprechend hat sie hier zum Beispiel auch diese Tree-Cutting-Mod drauf. Das heißt, wir können jetzt hier mit Shift klicken und bauen den gesamten Baum ab. Ist das nicht genial? Ist das nicht einfach nur genial? So, damit gehen wir dann jetzt, sobald er mal fertig ist hier, also in spätestens 3 Stunden. Na komm, mache er hinne. Das dauert aber. Danke. So, damit gehen wir jetzt wieder in die Hölle und dann bauen wir dieses scheiß Mäseding ab. Ich will's haben. Wo war das? Da. Da hinten, genau. So. Oh, das ist sogar genau das, was wir jetzt gleich brauchen werden. Weil wir müssen das jetzt in mehreren Schritten machen. Erstmal brauchen wir Holz. Dann brauchen wir Stöcker. Mache er hin oder was? Danke. Gott, der Server hängt aber gerade doch hinterher. Oder ist das meine Internetverbindung, die hier gerade so schlechtes. So, mit der Holzspitzhacke bauen wir jetzt Stein ab. Ich weiß nicht, wir können, glaube ich, nicht direkt, genau, das kann man nämlich nicht direkt abbauen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Steinspitzhacke. Mit der Steinspitzhacke bauen wir dann jetzt das Eisen ab. Außerdem noch 8 weitere Steine. Den lieber nicht, da ist eine Fackel dran. Sonst wird es hier dunkel. Na, schon fertig. So, dann brauchen wir noch irgendwoher Kohle. Oh, ja, es gibt Monster. Da brauchen wir noch irgendwoher Kohle. So, mit dem ganzen Geraffel bauen wir uns jetzt einen schönen Ofen. Packen den Ofen einfach mal hier hin. Was? Danke. Dann brauchen wir... Ach komm, ich nehme einfach mal die Blätter. Die Kohle hätten wir gar nicht gebraucht. Für 3 Eisen wäre Kohle sowieso Verschwendung. Und ich hasse nichts mehr als Verschwendung. So, jetzt haben wir nämlich 3 Eisen. Jetzt können wir uns damit eine Eisenspitzhacke bauen. Und mit der Eisenspitzhacke können wir jetzt finally. Geh da weg. Mäse, ich komme. Oh, du geliebte Mäse. Oh, sogar mehrere mit einmal. Oh mein Gott, ein Traum wird wahr. Was? Warum ist hier so dunkel auf einmal? Gerade eben war doch mal voll hell und jetzt ist es voll dunkel. Ja, komm. Hallo, Fackel? Da. Okay. Wo haben wir das gerade abgebaut? War das hier?
Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht mal, wo wir es abgebaut haben. Auf jeden Fall irgendwo. Aua. Was? Auf jeden Fall irgendwo, wo Sand runtergefallen ist. Ich glaube, das war hier. Aber hier sieht es nicht mehr so aus, als wenn noch was wäre. Schade eigentlich. Ne, da haben wir nicht abgebaut. War das hier? Ne, auch nicht. Ne, wir haben es hier abgebaut. Bei der Stelle haben wir es abgebaut. Und da ist offensichtlich nichts mehr. Schade eigentlich. Na gut, haben wir immerhin zwei Meseblöcke. Blöcke. Blucke. Das heißt, wir haben jetzt 9, 18 Mesekristalle. 18. Holy shit, Alter. Das war ja direkt ergiebig. Das ist übrigens auch genau der Grund, weswegen ich es persönlich nicht so sehr mag, direkt am Spawn so ein Tor zu haben, weil einem das natürlich als Spieler direkt massiv Rohstoffe verschafft. Auf der einen Seite natürlich schön für den Spieler an sich, klar, er hat natürlich direkt hochkarätige Materialien, sowie massig Eisen etc. pp. Andererseits raubt das aber auch irgendwie so fast ein bisschen den Spielspaß. Weil man halt, ne, man muss sich nicht erst hocharbeiten, sondern hat quasi direkt alles vor der Fresse. Denn ist noch mehr Mese da. Sieht man das? Sieht man nicht? Ah, doch, müsste man eigentlich sehen. Ne, man hat halt direkt hochkarätiges Material. Und ich persönlich bin ja eigentlich eher so der Survival-Spieler. Das heißt, für das, was wir vorhin gemacht haben. Also, was ich jetzt meine, ist erst das bauen, dann das bauen und dann das hier bauen. Für das braucht man halt normalerweise schon eine gewisse Zeit und wir haben das innerhalb von 5 Minuten geschafft, um uns damit um dann halt direkt Mehl abbauen zu können. Wie gesagt, aus Sicht eines normalen Spielers vielleicht ganz geil, aber nicht wirklich mein Spielstyle. Ich weiß, viele hassen mich dafür und meine Server auch, aber ich werde das vorerst so beibehalten auf meinen Servern. Da muss man für seine Rohstoffe kämpfen. Apropos kämpfen, hier wird nicht. Oh, Alter! Holy shit! Da geht's hart runter. Hart tief. Holy crap. Holy crap, schnell weg hier. Bevor ein Monster von hinten kommt und uns attackiert, dann da hinten ist noch mehr Mese. Willkommen auf dem deutschen Raspberry Pi Server. Achso, wir haben noch kein Messer. Schwert. Kann man sich ein Schwert aus Mese bauen? Glaube nicht. Sehr geil. Stopp doch mal. Geht doch. Was? Wir haben nichts bekommen? Kein Mese bekommen? Ist ja hässlich. Wie kommen wir da oben hin? Da oben scheint ein Weg zu sein. Nein, so geht's nicht. Wir müssen schon hier lang. Dann müssen wir hier lang. Dann müssen wir hier lang. Ist das hier? Ist das hier? Nee, ist kein Mithril, oder? Nee, ist Zink. Schade. So, wo waren das jetzt? Ach, da. Oh, nicht runterfallen. Das wäre ganz schlecht. Oh, du heilige Mese. Führe mich in dein Mese. Was auch immer. So, noch ein bisschen Eisen. Eisen kann nicht schaden, genauso wie Kohle. Alter, das Problem ist, ich bin so ein richtiger Mindtest-Spieler. Ja? So ein richtiger Vollblut-Mindtest-Spieler. Ich könnte halt wirklich Stunden damit verbringen, in einer Mine einfach Mineralien abzubauen. Und ich erwische mich auch immer wieder, wenn ich einen neuen Server besuche, so wie jetzt gerade. Ich besuche einen neuen Server und das Erste, was ich mache, irgendwo in der Mine gehen und 3 Stunden lang irgendwelche Sachen abbauen. Und werde auch direkt belohnt. Das Problem ist halt, ist natürlich als Let's Play, so aus Sicht eines Zuschauers, halt alles andere als interessant. Ah, scheiße. Oh. Ich glaube, ich werde geil. Wir müssen uns ganz schnell eine Kiste bauen. Eine Protected Chest, damit wir das ganze Zeug verstecken können. Mese.
Holy shit, ich liebe Mäuse. Siehst du, so viel Mäuse, wie wir mittlerweile haben, können wir uns wahrscheinlich auch mal eine Rüstung bauen. Wäre das interessant? Wäre das klug? Gibt es überhaupt Rüstung? Gold? Mäuse. Das ist ja Käse. Ne, jetzt gibt es keine Mäuse-Rüstung. Scheiß Server direkt verlassen. Deabonnieren. Oh. Ganz viel Mäuse. Wobei wir aufpassen müssen, hier ist gerade schon dunkel. Hier können also jederzeit auch Monster spawnen. Und wir haben halt immer noch keine Rüstung. Außerdem müssen wir sowieso aufpassen mit den ganzen Fackeln, die uns ja auch Schmerzen bereiten. So eine Scheiße. Alle hassen uns. Alle wollen uns leiden sehen. Na gut. Zink brauchen wir erstmal nicht. Zink brauchen wir ja erst später für Legierungen oder so ein Scheiß. So, machen wir mal gucken. Was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal wieder zum Spawn. Hier unten sind mir nämlich zu viele Monster. Ne? Ah, war klar, es ist gerade dunkel. Danke dafür. Ich bin dafür, dass wir uns endlich mal ein Haus suchen. Also eine Gegend, wo wir ein Haus bauen. So rum. Oder wir brechen einfach irgendwo ein und klauen uns ein Haus. Das da zum Beispiel. Das können wir uns doch untertan machen. Bist du abgeschlossen? Nein, die Tür ist offen. Oh mein Gott, direkt abbauen. Jo! Eine sehr schöne Hausdekoration hat er hier. Ich würde mal sagen, ist das noch Kunst oder kann das weg? So. Ist das hier überhaupt ein Haus? Das ist ein Laden, oder? Neubau. Nee, also ich dachte, das ist eine Tür. Das ist ein Laden, oder? Ist ja gar kein Haus. Ist aber kein Schild drüber. Wo geht der Strom hin? Der Strom ist unterbrochen. Okay. Da habe ich ja überall so viel Mäuse. Was ist hier los? Digga, ich überall. Was ist nicht? Hä? Okay. Interessant. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja. Okay. Verstehe ich. In Klammern nicht. So, jetzt wollen wir natürlich ein Haus suchen, wenn es gerade dunkel ist. Natürlich auch sehr geil. Die Frage ist, wo gehen wir hin? So, hier sieht es nicht so aus, als wenn das hier irgendwo hinführt, was schön ist. Ne, hier ist erstmal direkt Wasser. Gehen wir mal wieder zurück. Ach so, siehst du, erstmal hier direkt die Regeln angucken. Ne, ist mir zu viel Text. Definitiv zu viel Text. Sorry, aber Regeln müssen kurz und knapp sein. Schon wieder Ladehemmung hier, was los? Aua. Ah, geschafft. Hier sieht es auch nicht so schnieke aus. Dann versuchen wir es mal in einer anderen Richtung, in der hier. Gucken, wo es hier hingeht. Warum enden die Wege immer so schon so schnell? Aber hier scheint es scheinbar geplant zu sein, dass es hier noch weitergeht. Oh, spring noch mal. Was ist los mit dir? Ein bisschen bekloppt, hä? Oh, hier geht's runter. Oh, direkt wieder Wasser. Ach, Kacke. Egal, ist noch das Land. Ist halt so scheiße dunkel. Ah, ist auch Wasser. Ah, gut. Aber guck mal hier. Hier ist doch. Aua. Hier ist doch eine schöne Gegend. Doch, hier kann man bauen. Hier, das sieht schön aus. Ah, ich glaube, mit der Gegend hier kann ich sogar ein bisschen leben.
Können wir uns hier. Ne, hier ist schon bebaut. Schade. Spring noch mal. Wenn wir irgendwo bauen, dann bei einer ruhigen Gegend. Wieso kann ich hier nicht warten? So. Och, lade doch mal. Hallo, danke. So, wie sieht's denn hier aus? Hier scheint es so ruhig zu sein. Ah, doch. Scheint ruhig zu sein. Gut, dann würde ich mal sagen, lassen wir uns hier nieder. Set. Set. Home. So, sehr geil. Das allererste, was wir machen, ist mal ein paar geschützte Kisten bauen. Und für geschützte Kisten brauchen wir Eisen. Das heißt, wir machen mal einen auf Ofen. Beziehungsweise das machen wir mal in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Alles weg hier, Alter. Was ist denn hier los? Kusch, fort mit dir. Tschüss.